Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde 7 Days to Die Darkness Fall zusammen mit dem Baumstriker. Hello! Ja, wir waren ja mal wieder unterwegs. Ich habe spontan gerade entschieden, das ist eine neue Aufnahmesession. Ich habe Bock auf einen Tag Homeoffice. Also, so Bescheid weiß, ich habe irgendwie Bock zu Hause was zu machen. Okay, Homeoffice. Also, theoretisch heißt das, du kannst irgendwie erst machen, was du willst oder im Homeoffice helfen. Je nachdem, wie es dir geliebt ist. Also, ja, wie es dir beliebt, so. Gott, Wortfindungsstörung. Immer wieder schrecklich. Ja, WFS ist was Schlimmes. So, nee, ich guck jetzt erstmal kurz, weil ich habe da noch 2 Skillpunkte übrig. Könnt ihr endlich mal auf die Verdauung gehen. Ich würde diese Kiste in der Küche vielleicht nochmal für irgendwas nutzen wollen, damit wir oben... Also oben das Lager ist, nervt mich einfach so ein bisschen. Also es ist schön, dass wir alles auf einem Fleck haben, aber praktisch ist es auch recht eng. Und irgendwie, wenn man es ein bisschen logischer verteilt hätte, fände ich das irgendwie cool. Wie zum Beispiel diese Samen. Ich glaube, die packe ich einfach mit in die Küche unten. Zack, Kiste frei. Und schon gerade die 2 Skillpunkte investiert. In den Outlaw-Skill. Das ist genau genommen was? Der Pistolen-Skill. Also, erhöhte Feuerrate, Reload-Speed, Schaden. Hat sich das Field of View bei dem Game wieder verändert? Gott, jetzt haben wir hier drin sogar noch Beete. Die müssen ja nicht sein. So, kann ich das Ding hier reparieren? Copy Scharpe? Copy Rotation? Kann ich, cool. So. Jetzt brauche ich noch Holz. ETC... Ausbau. Okay. So. Die Idee ist eigentlich echt cool. 90er Field of View geht. Ich finde es eigentlich krass, dass das fällt mir jetzt gerade. Weiß nicht, ob das standardmäßig auch bei normalen 7 Days ist, aber ein 150er Field of View sieht einfach Fischauge aus, ey. Ich weiß ja nicht mal, was das Standard Field of View ist, weil ich daran ja nie was einstelle. Ich glaub, da bin ich ja ab und zu Standard Mensch. 65 ist es, glaube ich, gewesen. So, du machst Homeoffice. Lumberjack, Cable Guys. Ja gut, wir können auch mal Lumberjack und Cable Guys zwischendurch mal reinschieben. Das ist ja nur mal kurz hinfahren, totschießen. Ja, vor allem, es ist halt einfach... Also die Lumberjacks sind direkt in der Nähe. Ja gut, also dann können wir auch mal ganz kurz was umbringen. Zu Hause. Aber wo sind die Cable Guys? Ach, die Cable Guys sind in der Stadt. Wollen wir danach kurz los oder warten wir noch bis zum Morgen? Können wir das jetzt auch schon los. Okay. Ich kann das Licht steuern. Witzig. Ah, ich kann auch hupen. Ja, okay, habe ich nie ausprobiert, der 2-Fahrer, glaube ich. Oder schon wieder vergessen. Ist das Licht jetzt für dich an oder aus? Also, bei mir ist es an. Gut. Ich habe es jetzt bei mir ausgemacht. Ja, mach ich es jetzt wieder an. Hey! Ich habe vergessen, mein Nachtsichtgerät anzumachen, als wir losgefahren sind. Ich will auch was sehen! Oh. So, Nachtsichtgerät an. Und go. Ich glaube, die Quest ist fertig.
Wow, ja. Tanktop und wow, Müllsachen. Yay. Fleisch mit, schön mit der Kettensäge. Kettensäge ist definitiv nicht der effizienteste von Scheiß. Ah, du hast ein Messer gehabt. Das wäre besser gewesen. Ah, ist ja noch ein Bär und ein Wolf, aber wir haben eigentlich ein gutes Fleisch. So. Wir müssten eigentlich mal nur die eine Falle wieder aktiv schalten. Wenn sie nicht weggesprengt wurde. Ja. Ich musste Tierfutter mache ich ja glaube ich mit Apfelsamen. Ja. Dann geht es so das Problem. Weil ich habe keine Äpfel im Eigenanbau. Müssen wir mal damit langsam anfangen. Müsste ich mal gucken, wo ich was. Ja, ja, komm. Na, finde ich erstmal gut. Wir können uns ja mal irgendwo Apfelbäume hinsetzen. Das ist ja umsetzbar. Haben wir denn noch Äpfel im Haus oder? Ja, ich kann auch Samen machen. Beziehungsweise Apfelsamen haben wir, glaube ich, sogar da. Zwei Stück haben wir. Incoming enemies, prepare for conflict. Ab hier werde ich die Apfelbombe stellen. Zu mir selbst nach oben. Ist jetzt gerade das Gelände? Okay. Homeoffice war auch bezweckt, dass ich mal zu Hause ein bisschen aufräume und der Farbe weitermache. So. Da wir ja grundsätzlich vom Spiel, habe ich so das Gefühl, sind wir ja jetzt definitiv so im absoluten Endgame. Wir wissen ja nicht mehr, wie lange das jetzt irgendwie noch läuft. Ja. Das Einzige, was uns halt noch fehlt, ist das Laserzeitalter. Was man aber streng genommen nicht mal unbedingt braucht. Und ich würde gerne bei den Quests halt die Stufen noch mitnehmen, die gehen. Mal kurz gucken, ob ich noch. War Nachtlicht aus? Ob ich noch ein paar Felder habe? Nö. Dann brauche ich Holz. Salz. Ich gehe dann mal gucken, ob was ich, dass ich den Müll loswerde. Viel Spaß! Erde? Und Gammelfleisch, das von unten. Gut, das ist natürlich wieder der Punkt, wenn man das Lager auf einem Haufen hat, dann würde das jetzt alles ein wenig angenehmer vonstatten gehen. Du wolltest ja eigentlich auch de facto die ganze Mod-Sache da angehen. Ja. Für die Autos. Für die Autos? Ach so, habe ich die Klasse mittlerweile? Das wäre ja schon die Grundvoraussetzung. Nö. Ich meine, aber ich hatte auch irgendwie was wegen Mods, wegen diesem, hier. War ja das Crafting. Oh, eine Schreierin! Schön, das freut mich doch. Ja, du wolltest das Broadcasting da auch machen. Master, we are not alone. Ja, ich weiß, dass du auf mich ein. Und ich werde jetzt auch all deine Freunde umbringen. Oh, du hattest einen Zombie-Bären als Freund. Du bist ja eine nette Lady gewesen. Boah, leck! Leck!
So, jetzt haben wir's. Was haben sie kaputt gemacht? Nicht cool. Oh, noch eine Schreierin, hab ich's richtig gehört? Fahr ich einmal von zu Hause weg, Alter, und schon geht die Action los, verstehe. Ja, ich habe die zweite jetzt umgebracht, bevor sie Action rausmachen konnte. Ach ja, du hast ja den Motor rausgenommen aus dem Dingens. Ach, ist da noch ein Motorrad drin? Jo, das scheint so, ne? Hast du das nicht in den Helikopter gepackt? Schon los, bisschen Fragen hier. Wasser, die Bäume. Vielleicht da unten im Garten? Auch nicht aufs Dach? Der ist zumindest einfacher, was das Wasser angeht. Dass ich so spontan überfordert bin mit Bäume anpflanzen. Das ist natürlich auch mal wieder typisch. So, dann. Shape. Kannst du die überhaupt in die Plots einfach setzen überhaupt? Wäre die nächste interessante Frage, aber ich glaube schon. Weil es ist theoretisch ein Baum, also. Ja, der Motor ist im Heli drin. Ich muss hier noch ein paar Bäume dran setzen. Das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Hier habe ich noch eine schöne Fläche frei. So, da lassen wir es stehen. Probieren wir einfach aus so. Apfelsamen, 2 Stück. Äpfel. Oh komm, machen wir die mal. Dann machen wir hier drin mal Apple Seed. Nee, ich mache das Futter direkt aus Äpfeln. Ich höre Geräusche schon wieder vor der Tür. Da läuft irgendjemand oder irgendetwas. Ach du, hi! Nimm mal deine Handtasche, ne? Danke. Oh, Feder und Eisen, toll. So, jetzt muss ich mal rausfinden, wo habe ich Eimer? Vielleicht unter Metallteile? Oh ja, tatsächlich. Cool.
Ich kann den Eimer nicht aus unseren Waschbecken füllen. Aber schade. Da muss ich einen super langen Weg auf mich nehmen und zum See. So, was hast du? Eigentlich komisch, aber... Jo. Ja. So. Ich hab so ganz ein komisches Geräusch gehört, das bist du, der mit dem Auto hierher gekommen ist. Verrückt. Ja, ich bin da angekommen. So, mal gucken, ob die Asche nicht wachsen. Wie das mit Bäumen hier lief in dem Spiel, das weiß ich gar nicht mehr so sehr. Das hatte ich, glaube ich, zur letzten Staffel 1 mal wirklich gemacht mit Bäumen und irgendwie war das semi-gut. Incoming enemy. Prepare for conflict. Wir werden überschüttet. Das Ding könnten wir einfach mal abreißen. Unser Haus muss ja nicht nach Baustelle aussehen. Oh, der ist cool gemacht. Das heißt ja nicht, dass wir nicht gerade manövrieren sind. Ja, das ist okay. Ernten. Ach, Superkorn könnte ich auch noch anbauen. Wir hatten den jetzt ein paar Samen mitbekommen. Oh. Das waren damals noch Zeiten, ich glaube Alpha 17, wo man Superkorn einfach essen konnte. Direkt 20 Essen gut geschrieben wurde. Jetzt, ich glaube, es war ja nur noch für Kleber geeignet. Hier, Supermais. Könnte man wieder ein Bier trinken. Gut. Hattest du eigentlich jetzt das Eisen angestoßen, weil wir irgendwie ein geschmiedetes Eisenproblem irgendwie hatten? Ich erinnere jetzt mich an das Gespräch, also vermute ich jetzt erstmal ja. Great to see you, Master. Und ich beantworte die Frage mit Nein. Dass ich das gemacht hatte. Nee, in beiden waren Zement drin, ne? Das ist ja doof.
Cutter durch. Ja, haben wir schon einen zweiten Zementmischer gehabt? Nee, ne? Oben und unten. Ah, doch, unten schon. Neben dem zweiten. Stimmt, stimmt, stimmt. Irgendwas bei Yen und macht das. Ja. Also ich müsste mir irgendwann mal unseren Graben ja auch nochmal das, was wir gegraben haben, gegen Blöcke austauschen. Nervt so ein bisschen, dass sie an unserem Haus immer so ein bisschen rumkratzen am Boden. Ja, und ich habe gerade übelst gefettfingert, aber gut. Scheiß drauf. Hab mir einen Erste-Hilfe-Koffer gedrückt, obwohl es nicht nötig war. Oh, eine verschlossene Tür in unserem Obergeschoss. Was soll das denn? Was? Ja, ich schließ mal auf. LOL! Wir haben hier noch einen wunderschönen Lagerraum, der durch das Klo zu erreichen gewesen wäre. Ja, du hättest doch einfach an der Chemiestation langlaufen können. Das ist der Weg von der Chemiestation. Ah, witzig. Ach, das ist Stoff? Das ist Stoff. Das sind Teppichrollen. Ups. Ich hatte ein Problem mit dem Regal. So. Ja, okay. Ich hatte den Raum so gar nicht auf der Schlüssel mehr. Ich glaube, dann mache ich ein hübsches Schlafzimmer draus für uns. Ach, das. Wir sind ja eine merkwürdige Seven Days Lebensgemeinschaft, ne? Da können wir auch in einem Schlafzimmer schlafen. Kann ich Betten bauen? Bestimmt. Bedroll. King Size Bed. Ich glaube, das Problem bei dem Ding war, ich konnte es nicht mehr aufheben. Das gab es in Vanilla auch schon. Ja, aber es sieht im Schlafzimmer natürlich gut aus. Ich nehme den Motor jetzt aus dem Helikopter raus. Okay. Teil. Spring. Butter habe ich. Cotton und Klossfragment. Haben wir. Oh, wir haben sogar Cotton. Begeistert. Craft. So, gibt es ein Bett schon mal für uns. Habe ich meinen Pinsel noch? Ja. Essen trinken habe ich noch, dann einmal zu Jen. Auf geht's. Im Holz. Interessant. Ich
Ich lass das jetzt mal, guck einfach mal, lass das mal auf mich wirken. Ein hübscher Teppich wäre cool. Der ist nicht hübsch, aber ich guck mal. Weiß nicht, gibt's schon heftige Carpets? Das ist ein Teppich, aber sieht irgendwie so alt und ranzig aus. Irgendwie. Ich hoffe, dass das mit der 1.0, die ja demnächst mal rauskommt, dass sie mir noch mehr Möglichkeiten geben, mein Haus schick zu machen. Okay, roter Teppich. Roter Teppich an roter Wand. Ich. Warte, kann ich. Workbench, ja, kann ich machen, gut. Zumindest ist der Teppich nicht kacke. Aber jetzt ist das Holz zu viel rot. Gut, dann lasse ich den Teppich in rot, weil der ist gar nicht mal so schlecht. Was ist mit der Küche? Ja, nix, Motel, ich komme gleich. Ich habe gerade was gefunden, das muss ich zu Hause kurz bauen. Der Stil... Der wird, wenn ich irgendwann mal ein Wohnzimmer baue, das gefällt mir richtig gut. Aber nicht fürs Schlafzimmer. Da muss das ein bisschen muckelig wirken. Ich hab schon wieder Sorgen, ne? Ja. Oh, 80er Tapete. Nee. Ich werde jetzt fragen, habe ich dir erlaubt, einen Schabernack zu machen, aber du kannst mich eh nicht aufhalten, also... Aber du kannst mir sagen, was du für einen Schabernack machen willst. Das wird eine Überraschung. Ach so. Damit musst du leider leben. Okay. Ja, damit kann ich leben. Den begehbaren Kleiderschrank. Apropos Kleiderschrank, dann kann ich ja hier Kisten reinmachen für Klamotten. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Big und der. Das ist als Doppelschlafzimmer mal gedacht gewesen. Deswegen hier ein Zugang ins Bad von zwei Seiten. So, ja. Cooler Gedanke. So, gib mir mal ein Bett. Eisen. Eisen? Ich könnte dann ja mal das geschmiedete Eisen mal anstoßen. Damit ich das nicht jetzt gleich wieder vergesse und beim nächsten Mal sage, ich erinnere mich an das Gespräch, habe ich bestimmt schon gemacht. Ja, das kannst du. Ich würde sind. Oder bist du links schon fertig gewesen, komplett? Ja, bin ich. Okay, dann ist ja alles gut. So, haben wir. So, jetzt habe ich Eisen angestoßen. Jetzt habe ich welches ins Inventar mitgenommen. Ja, gut.
Reparieren wir mal die Tür, weil die ist hübscher als das, was wir bauen können. Wo waren jetzt die Apfelbäume platziert? Auf dem Dach, ganz oben. Da, wo auch Jukka und... Ja, okay. Sie ist repariert und jetzt kann ich wieder... Okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Hast du da gerade gegen geschlagen? Wo wollte ich das? Da ist repariert. Schön. So. Oh Gott, wie heißt ein Schrank auf Englisch? So, auf jeden Fall gibt es einen Shelf, aber... Nee. Oh, Board finde ich schon mal gut, Cupboard. Loose Boards? Was? Ah! Den falschen Board kann ich auch selber bauen. Cool. Was da? Hier habe ich. Tern habe ich auch noch. Träumchen. Einer. Dahin. Ah, ich kann Bücherregale machen. Das ist ja nicht ganz das Wahre, aber ein Anfang. Ich hab den Türrahmen gestrichen. Jetzt die Tür einfach aufmachen. Brauche ich trotzdem noch sowas wie einen Nachtschrank oder so? Ist das hell? Aus. Hup! Kann man dir was Gutes tun, oder warum hupst du? Oh.
Dein Mikrofon ist aus. Ach, witzig. Ist deine Mute-Taste auf der Hub-Taste? Nein, nein. Das wäre jetzt aber echt witzig gewesen. Ja, ich hab grad was gebaut. Komm mal raus. Geht gleich los. Ich hab nach meinem Hustenanfall vergessen, mich wieder zu entstummen. Ach so, es war übrigens sehr, sehr still hier ohne dich. Ja, Entschuldigung. Aber ich find's klasse, wenn man was eigentlich für dich sucht und nebenbei was anderes findet in den Mods. WTF. Wir haben einen Golfkart und weißt du, was das Witzige ist? Und das, weißt du, was das Tolle an einem Golfkart ist? Hä? Ich habe alles installiert. Das heißt, den Reservetank. Ich habe den Reservetank drin, das Licht drin und den Motor. Du verbrauchst gefühlt keinen Sprit, aber ein Stein macht das Ding ja gleich kaputt, ey. Ja, ist halt nur gefühlt. Wobei, es ist halt ein Golfkart, was erwartest du? Die sind nicht robust. Geil. Hast du jetzt den Mechaniker gemacht oder was hast du jetzt gemacht? Nö. Ich das konnte es einfach so bauen. Wie gesagt, nachdem ich... Wir haben Besuch links. Ich habe halt nach einem Dingens, nach einem Cupboard gesucht, also nach einem Schrank. Und nach einem Carpet, nach einem Teppich. Und bei K wurde mir dann Gulf K angezeigt. Und so, okay, dann... Baue ich zum Spaß ein Golfcar. Aber ist das jetzt die tägliche Wanderhorde oder? Das fühlt sich nach Wanderhorde an. Ja. Da kommt noch einer um die Ecke. Hundis! Wow! Das war ein platzender Hund. Achso, auch genau den Gran, den wir hier haben, den würde ich irgendwann gerne aus Blöcken haben. So. Ja, ja, schon. Mini-Projekt. Mini-Projekt vor allem. Oh, habt ihr Schatzkarte gefunden? Ist das nicht toll? Ich habe vier nebenbei noch hier in den Augen, also ja, haben wir fünf Stück wieder gefunden. So, und dann müsste ich jetzt die Dinger reinsetzen können. Weil dann werde ich nämlich jetzt mit dem Golfcar fahren. Das ist eine geile Beleuchtung geworden. Komm, Schlafzimmerbeleuchtung, darfst du mal kurz gucken. Fit? Die ist deutlich besser, als ich jetzt erwartet hätte. Ich räume kurz. Und dann muss ich mich nochmal um die Einrichtung bemühen, aber wir sind auch irgendwie schon wieder am Folgenende angekommen. Junge. So. Dann komme ich jetzt kurz gucken. Nur die Beleuchtung, wie gesagt. Rest habe ich noch nicht weiter. Nett. Eigentlich ganz sexy. Hast das Glas in dem Sinne entfernt und Nee, da war auch ein massiver Block, den habe ich weggekloppt. Achso. Oben noch mal von oben auf dem Dach gegengebaut, damit ich was drunter setzen konnte. Ja, nett. Ich mag es wie der Schatten da, das ist so, ist nicht so penetrant wie in der Küche. Ist zwar fürs Schlafen vielleicht immer noch ein bisschen hell, aber ja, dafür gibt's Waffen, da schießt du einmal auf die Laterne und dann ist aus. Ja, stimmt, das ist so unsere Art von Lichtschalter.
So, jetzt bin ich am überlegen, ob wir jetzt nächste Folge mal kurz Quests machen und ich dann wieder ins Homeoffice gehe oder ob ich noch eine Homeoffice-Folge mache und wir danach wieder questen. Beziehungsweise ist wieder Nacht, da können wir nochmal zwei Home... Also ich würde das Projekt Schlafzimmer gerne tatsächlich zu Ende bringen, aber wir können auch nochmal irgendeine Quest machen, je nachdem wie auch bei dir die Stimmung ist. Du kannst auch beides machen, weil ich muss jetzt erstmal losfahren und die Quest machen oder du kommst einfach mit. Mir ist das egal. Ach, das hast du hier das Tier 3 Infestation mitgenommen? Ja, genau. Ja, dann machen wir die beim nächsten Mal zusammen. Ich räume kurz mein Inventar auf und dann haben wir ein bisschen Action mal abgesehen von der Wanderhorde. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.